Für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Smart Meter sollen unseren Verbrauch effizienter gestalten. Absolut ein richtiges Ziel, den Verbrauch effizient zu gestalten. Es sollen dynamische Tarife eingeführt werden bis 25. Absolut okay. Verbräuche werden sichtbar und können an Strompreise angepasst werden. Die Kosten dürfen nicht über 20 Euro sein. Punkte, die man alle befürworten kann. Allerdings, und ich glaube, dieser Punkt ist ein wenig unterbelichtet, auch in Ihrem Gesetz, wir haben natürlich das Problem, dass massiv Daten erfasst werden, Daten erhoben werden, von denen wir nicht wissen, was mit diesen Daten passiert. Das ist nicht geklärt und ist wahrscheinlich auch gar nicht zu klären. Es werden neue Geschäftsmodelle für die entstehen, die diese Daten verwenden können und beziehen. Die Frage ist, ob der, der die Daten ermittelt, also der, der sie produziert, ob der eigentlich tatsächlich dann auch noch was davon hat. Der Energieversorger Energis schreibt dazu, ich zitiere, mit Zustimmung der Präsidentin, kombiniert man diese Daten im Zeitalter von Big Data mit Daten aus Social Media oder anderen Quellen, ergeben sich ungeahnte Verwertungsmöglichkeiten und ein enorm hohes Ausforschungsrisiko, Zitat Ende. Und ich glaube, das muss man in Zeiten wie diesen, wo alle Daten erhoben werden, wo keiner mehr weiß, wo sie eigentlich landen, schon berücksichtigen und dort auch einen Schwerpunkt darauf legen, dieses Problem zu bewältigen. Und da greift mir momentan dieses Gesetz noch zu kurz. Ich habe den Eindruck, Sie haben da auch noch keine Lösung. Deshalb ist es momentan auch noch nicht so richtig im Bewusstsein angekommen. Das größte Problem allerdings sehe ich, dass Sie damit eigentlich die Energiewende nicht richtig voranbringen. Das ist ja momentan ganz andere Probleme in unserem Land, als wie dieses Smart Meter, so nett das auch war mit der Darstellung dieses Gerätes. Das Problem ist, zwischen 2009 und 2022 wurden jährlich 2,5 Gigawatt an Land zugebaut. Windräder. Letztes Jahr waren sie mit 2,1% Gigawatt-Zubau sogar unter diesem Durchschnitt. Um ihre Ziele zu erreichen, müssten sie bis 2030 jährlich 7,1 Gigawatt Windkraft zubauen. Das ist kaum noch zu erreichen. Das ist eigentlich der Schlüssel zur Energiewende, Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da kann ich nur sagen, Da nützen dann diese kleinen Geräte, die Sie hier vorstellen, nicht, sondern da muss man vielleicht ein bisschen mit größeren Dingen drangehen. Aus diesem Grund brauchen wir auch nach wie vor, Kollege, wir sind nicht im Bierzelt, machen wir es heute anders mal, ne? Miteinander vielleicht. Wir brauchen natürlich deshalb auch noch Gasspeicher und ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir mit dieser Übergangstechnologie 2022 haben wir noch 29 Milliarden Kubikmeter russisches Gas bezogen, die werden im nächsten Jahr fehlen. Und mir fehlt von der Bundesregierung noch eine klare Perspektive, wie wir diesen Mangel an Gas ausgleichen können. Danke, Kollege Ernst, es tut mir leid, ich kann auch nicht mehr die Frage zulassen, weil die Redezeit war ausgeschöpft. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.